Ein Bild aus vergangenen Tagen. Bis zur Corona-Krise waren Präsenzveranstaltungen in der Weiterbildung die Regel. Wie hat sich die Weiterbildungslandschaft durch Corona verändert? Erstmals seit der Finanzkrise 2009 sank der Geschäftslageindikator für Weiterbildung des Wuppertaler Kreises auf unter 100 Punkte. Mehr als die Hälfte der Dienstleister musste Kurzarbeit anmelden. Die digitale Bildungswirtschaft sieht ihre Lage anders. Knapp die Hälfte spürt durch die Corona-Krise keine Veränderungen. 27% der Unternehmen stellen sogar eine positive Umsatzentwicklung fest. Die steigende Relevanz der digitalen Bildung sieht man zum Beispiel auch am Kursangebot der VHS Cloud. Die Anzahl der erstellten Online-Kurse stieg von 5.000 im Februar 2020 auf über 25.000 im September. Wo es möglich war, wurden also Kurse von Präsenz auf Online umgestellt. Was bedeutet das für die Lehrenden? Sie müssen aufgeschlossen und offen für die neuen Formate sein. Laut einer Befragung der TU Kaiserslautern an 10 deutschen Volkshochschulen gab es einerseits großes Interesse und Offenheit an und für digitale Weiterbildungen, andererseits eher passives und abwartendes Verhalten. Wird nach der Corona-Krise wirklich alles anders? Die digitale Bildungswirtschaft ist sich einig. Berufliche Bildung und Weiterbildung wird deutlich und auch nachhaltig digitaler werden. Nur 21% der Befragten glauben, dass sich nach der Krise vor allem wieder klassische, analoge Formate durchsetzen. Aus Sicht der Teilnehmenden hat sich durch die Corona-Krise wenig in Bezug auf Weiterbildung verändert. Fast die Hälfte der Befragten einer Online-Studie von kursfinder.de gaben an, dass die Pandemie keinen Einfluss auf ihr Weiterbildungsverhalten hat.